Schönes Pferd, wirklich. Gute Haltung, kräftiger Rumpf, stabiler Widerrist. Fein, fein. Du kennst dich mit Pferden aus? Aber sicher, meine größten Leidenschaften zu Lebzeiten. Mähren und Mädels. Du machst mein Pferd scheu. Plötze mag keine Geister. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgiert und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, die alten Zeiten. Langsamer. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Seh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Ada, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Eine Hochzeit erfordert nichts weniger als Abendgarderobe. Ich habe zufällig keine da. Ach nein? Und was ist das da? Tja, warum nicht? Ah, das gefällt mir. Oh, das ist genau das Richtige. Passt perfekt, wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Und noch das hier. Strecken und vierteilen soll man mich, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Augen wie ein Reh, ein Schwanenhals, eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Sei gewiss, je näher du mich kennenlernst, desto besser werde ich dir gefallen. Wie nah wäre das? Nah genug, dass du all meine starken Seiten siehst, mein Liebchen. Und ich habe so viele. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich habe Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Entspannter? Hältst du mich für verklemmt? Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest, statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Wir reden später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Bis Mitternacht und keinen Moment länger. Das reicht nicht. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an.
ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Hallo Welt, da bin ich wieder. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Vorsicht vor dem Hund, Shami. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Danke für die Besorgnis, aber der Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen Sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus. So eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Und als ich jung war, haben Olgiert und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Ich habe einen Mund unterm Bett. Hilfst du mir? Komm, machen wir unsere Aufwartung. Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen. Wir sollten unsere Aufwartung machen. Schenk ihnen deine besten Manieren. Wir wären... Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Jetzt sind wir dran. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude sollt ihr leben. Und Harmonie und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Vielen Dank, aus ganzem Herzen. Und nun, genießt das Fest. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir, Geralt von Riva. Genau, das bin ich, Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten, wegen der Bräute, die duften vielleicht. Ich könnte glatt... Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Sag mir, Aldona, woher kennst du meine liebe Shani? Vom Medizinstudium. In Ochsenfurt. Das waren schöne Zeiten. Für mich waren sie viel zu schnell vorbei. Meine Familie konnte sich mein Studium nicht leisten. Nach dem ersten Jahr musste ich aufhören. Es ist nie zu spät für Bildung. Dein Mann versorgt dich ja jetzt. Da kannst du dein Studium bestimmt beenden. Ich weiß nicht. Darüber haben wir nie gesprochen. Aber Jonas, du hast Aldona doch nicht nur als Bettwärmer geheiratet, oder? Sicher kann sie weiter studieren. Das ist unsere Sache. Du musst dich da nicht einmischen. Ich mische mich nicht ein. Ich frage nur. Schließlich liebe ich deine Frau wie meine Schwester. So frage ich dich als Schwager, hilfst du ihr? Wir werden das ganz gewiss später besprechen. Brav, mein Knabe. Ich wusste gleich, dass du anständig bist. Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihr. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Ich muss arbeiten.
Schlüssel an. Stolper. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen her, oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden. Und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg! Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett! Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran! Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegung, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Wachen! Komm, kleines Schweinchen. Der Pferch wartet schon auf dich. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. Seht her, ihr Bauerntrottel! Lernt von eurem Meister! Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind sie! Meister Hexer, wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hatte einen großen Pferch, oder? Komm, gib's zu! Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier! Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Shani? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich hier gewonnen habe? Das ausgestopfte Schweinchen? Es gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Ich möchte dich erobern. In Geralds Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch... Je mehr ich meinem Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everek. Wen haben wir denn da? Kennen wir uns? Nein, wir sind uns nie zuvor begegnet, aber ich habe mein halbes Leben auf dich gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit! Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Hat es sehr weh getan, Liebes? Was? Als du vom Himmel gefallen bist. Aber mein Herr, ich... Sag nichts mehr.
Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Gesellschaften? Wirkliche, echte Gesellschaften? In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Bleibt ruhig, Bursch. Es ist nichts passiert. Ich habe nur eine unschuldige Unterhaltung mit einer unschuldigen Maid geführt. Wir haben alle gehört, wie unschuldig dein Gerede war. Du wolltest zur Scheune mit ihr. Was hattest du dort vor? Etwa weiterreden? Natürlich hätten wir geredet. Aber erst nach dem Tanz. Nennt mir nur einen Dummkopf, der nicht mit einer Schönheit wie ihr tanzen würde. Such dir eine andere Schönheit. Sonst tanze ich mit dir den Tanz der Zaunlatte. Geralt, du hast es ja mitbekommen. Ich habe eine friedliche Lösung gesucht, aber sie wollen kämpfen. Mir auch recht, daran habe ich auch Spaß. Schnapp dir eine Zaunlatte von da drüben. Hast du vor Angst deine Eier verschluckt? Ich bin mit meiner Geduld am Ende. Niemand schimpft Wladimir von Everek einen Feigling. Beruhigt euch, Jungs. Ich will nicht gegen euch kämpfen. Dein Pech. Wir ziehen dir jetzt nämlich deine Mutantenhaut ab. Jetzt reicht's. Hua! Yeah! Zeig uns, was du drauf hast. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Flegel. Zaunlatte. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen. Habt ihr genug, Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everek, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher! Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Warst du schon immer so charmant? Es hat öfter funktioniert, als du denkst. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut, ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre Brüder verprügelt, ist kreativ. Ich frage mich, was du sonst so in petto hast. Das ist Künstlerpech, meine Liebe. Ich bin eindeutig aus der Übung. Zeig mir ein Mädchen, dann werde ich dir beweisen, dass... Du hast genug bewiesen. Lass uns einfach Spaß haben, in Ordnung? Schließlich bleibt dir nicht mehr viel Zeit. Na gut, du hast wohl recht. Lass uns gehen. Tut das gut, mal wieder die Knochen knacken zu lassen. Zeit für noch mehr Spaß. Na, hältst du nach vorübergehenden Mannsbildern Ausschau? Wie bitte? Mir tut der Rücken vom Buttermachen weh. Ich muss mal sitzen. Man sagt aber, in alten Öfen brennt das Feuer heißer. Wenn ich in deinem Alter wäre, würde ich dich zum Kreischen bringen wie ein Kätzchen. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet.
Du solltest meinen Pantoffel da rausholen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich habe gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm versunken. Dann wühl danach. Grab dich durch. Oh, Scheißspiel. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Oha! Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Sieh her, Shani. Bin voll konzentriert. Der stellt sich diese Frage ein. Was? Reiß den Mund jedenfalls ordentlich auf. Mal sehen, ob was dahinter steckt. Er ist ein... Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und sie gründet auf der Praxis.
Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Tanzen wir die Scheune nieder. Genießen wir die gute Zeit. Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Du bist wirklich nicht übel. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie eine Frau. Welch eine Kombination. Die Frauen sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Ich glaube nicht. Verstand verloren? Das hab ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Damit eins klar ist. Du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frage ich. Shani, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Kann ich kurz mit Geralt sprechen? Wozu? Dieser Schnarcher hat dir nichts Interessantes zu sagen. Bitte. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht.
Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ich hätte mich dir nicht aufgezwungen. Aufgezwungen? Das war ein unschuldiger Kuss. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Versteh mich nicht falsch. Mir war schon bisweilen danach zumute, aber... Aber was? Aber ich werde das in seiner Anwesenheit nicht näher ausführen. Wir reden später darüber. Ich komme darauf zurück. Wie wär's mit einem Danke? Ich hab dir das Rotkehlchen in die Falle gelockt. Halt jetzt den Rand. Was ist denn jetzt los? Nichts. Vergiss es. Hast du den Mann gesehen, der unser, euer Lied angesagt hat? Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig. Und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Shani, verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Komm, lass uns wild sein. Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Elefant. Lass dich nicht aufhalten. Wenn du dich bewegst, so bezaubernd platziert. Auf euch, ihr Herren Zwerge! Mögen eure Bärte sprießen, ohne dass ihr je drauf denkt. Auf das junge Paar! Mögen ihre Lenden niemals auskühlen! Mögen ihre Kinder zahlreich sein und ihre Schätze bewenden! Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept der Welt. Verlass dich auf deine Sinne. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Shan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Warte, du kannst mich sehen? Also mich, Wladimir von Everek? Natürlich. Warum sollte ich das nicht können? Weil ich im Körper von Kerat bin, dem Hexer, und... Wer wäre ich schon, wenn mir die wahre Natur der Dinge verborgen blieb? Jemand wie du
ein Niemand. Ich möchte das Kleid meines Fräuleins nicht mit Blut besudeln. Aber wenn du mich nochmal beleidigst... Du wirst gar nichts tun. Ich wusste, dass du dich wie dein Bruder verhalten und deine Männlichkeit beweisen wollen würdest. Aber seien wir ehrlich, daraus wird nichts. Du bist nicht wie er, egal wie sehr du dir es auch wünschst. Unsinn! Ich habe meinen Bruder nie beneidet. Natürlich hast du. Er war ein leuchtendes Vorbild. Olgierd war schneller, treffsicherer, stärker. Olgierd konnte vor dir lesen, obwohl du dir jede Mühe gegeben hast, ihn zu schlagen. Später konnte er jedes Mädchen haben, während du dich mit den Resten begnügen musstest. Shani, es tut mir leid, dass du dir das anhören musst. Hör auf, dir was vorzumachen. Shani ist nicht deinetwegen hier, sondern wegen Geralt. Selbst im Tod spielst du noch den Nachbar. Oh, und noch was. Olgierd ist ein viel besserer Tänzer. Du räudiger Hundesohn! Er ist mein Bruder! Ich habe ihn geliebt! Die Frage ist, ob du ihm genauso viel bedeutet hast, wie er dir. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. 5 Angreifer kamen auf mich zu und ich floh. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich, umzingelten mich wie eine Ratte. Olgierd hat jedoch jedem erzählt, dass ich alle 5 mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, woher du das alles weißt. Olgierd besucht mein Grab, oft, vergießt einen Becher für mich, schüttet sich zu und redet über alte Zeiten. Er sieht mich nicht. Aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Shani, es tut mir leid, ich... Schon gut, das war... Ach, vergiss ihn. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung. Alles Lüge. Nicht ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich. Olgierd war nicht nur mein Bruder. Er war auch mein bester Freund. Lass gut sein. Ich glaube dir. Amüsiere dich wieder. Die Zeit wird knapp. Hoho, Geralt der Rivier. Ich dich nicht von irgendwoher? Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Jetzt reicht's. Du bist besoffen und spitz. Daraus ist noch nie was Gutes entstanden. Schau mal da, Schatz. Die Leiter lädt geradezu ein, nach oben zu huschen, wo wir 2 uns austauschen können. Dann lass uns mal huschen. Aber wie jetzt? Einfach so? Fällt dir eine andere Möglichkeit ein, eine Leiter hochzusteigen? Was geht hier vor? Setzen wir uns. Komm. Einfach so? Ich bin ganz Ohr. Worüber sollen wir reden? Ich meine, uns austauschen. Nun, letzten Endes... Ja. Weißt du, die Sache ist die... Komm schon, spuck's aus. Ich... Ja, das habe ich mir gedacht. Komm, wir sollten zurückgehen. Aber was erwartest du denn? Du hast mich eingeschüchtert. Große Klappe, nichts dahinter. Ich hatte bisher nur mit einfachen Maiden zu tun. Du hingegen bist Chirurgin. Dich nicht einfach zu nehmen, war die richtige Entscheidung. Und nun, es auf dem romantischen Weg zu versuchen, auch. Aha, verstehe. Komm jetzt, wir sind hier, um uns zu amüsieren. Also sollten wir das tun, auf romantische Art. Oh Mann, sicher. Ich hab ihn. Braucht ihr Hilfe?
Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Luder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad angereist. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein, die Schwiegereltern halten uns für arme Schlucker. Denen werden wir es zeigen. Oder auch nicht. Jedenfalls ist unser Feuerschlucker selbst wie vom Erdboden verschluckt. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan, das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das ist sehr freundlich. Aber wir wissen nicht, wo man suchen muss. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Funkenfresser aus? Er trug eine Narrenkappe, wie üblich. Daran müsstest du ihn erkennen. Ich werde ihn finden. Wir danken dir. Und drücken die Daumen. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Vladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun, aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden, wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind. Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaub an euch. Halali, das Abenteuer ruft. Einfach zum Fenster rausgeworfen. Hoffentlich findet der Mutant den Feuerschlucker. Und hoffentlich findet er Satan. Streit mit den Schwiegereltern? Lieber nicht. Der Feuerschlucker wird beweisen, dass wir eine respektable Familie und jeden Tag jemand ständige Hochzeit leisten können. Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigen zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ihm Blumen kaufen? Spiel einfach und hör auf zu reden. Spielen wir, meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Bei uns muss der Verlierer eigentlich nur Eselsohren aufsetzen. Das schert mich nicht. Ich werde sie.
Verloren, Hexer. Gib mir deinen Einsatz. Also alles. Also, vielleicht können wir uns einigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Her mit dem Geld. Was machen wir denn jetzt? Anderer Leute Geld verzocken ist einfach. Ich wollte gewinnen und dir das Geld geben. Im Grab kann ich's nicht brauchen. Aber du hast verloren, also zahl. Sowas? Er redet mit sich selbst. Er muss ja strunzblau sein. Eine Saufnase plündern wir nicht. Lass ihn die Eselsohren aufsetzen und gut. Moment mal. Der Typ braucht eine Lektion. Er soll die Ohren aufsetzen und uns 5% seiner Barschaft geben. Gehört. Einverstanden. Ihr bekommt 5% und ich trage die Kappe. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Und Wladimir von Everreck ist ein Ehrenmann. Hörst du? Er ist so voll, dass er sich für Wladimir von Everreck hält. Der Gauner ist längst kalt. Genau. Mit diesen Ohren siehst du sehr interessant aus. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit. Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Shani? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Scheiße, was erwartest du in diesem Gesang? Die Eselsohren stehen dir toll. Was für ein Spaß, dieses Quint. Weiter zum nächsten Schein. Aber was aber er mit deinem Das ist die wahre Endzeit. Warum heißt du Weißer Wolf? Trink mit uns! Schönen Damen schlage ich nie etwas an. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Schatten. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, Weißer Wolf. Der Hund hat die Kette von der Wand gerissen. War wohl ausgehungert. Oder der Assenasser hat ihn wirklich wild gemacht. Ein Knochen. So sauber abgenagt, wie ich es nur zweimal erlebt habe. Einer lag in einem Ameisenhaufen, der andere gehörte zu einem Hähnchen und ich hatte eine Woche nichts gegessen. Sein Napf ist kaputt? Hat er den gleich mitfressen wollen? Dummer Köter. Das sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht wählerisch sein. Ich folge dieser Spur. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit eigentlich nicht vorgestellt. Ich warte hier. Wunderbar, mein saftiges Birnchen. Ich will mich weiter plagen, während du rastest. Auf bald!
Ein Ast ist abgebrochen. Wie läuft die Suche? Ob da jemand zu schwer Funde bisher. Doch, ich gebe nicht auf. Die Hexerarbeit ist wie für mich gemacht. Das ist die Narrenkappe eines Funkenspuckers, wenn ich je eine gesehen habe. Er muss sie auf der Flucht vor Satan verloren haben. Zwei Schlüsse. Unser Magier ist fett und ein Feigling. Vermisster Mann, vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, kommt nicht in Frage. Ich lebe mein Leben. Und was jetzt? Sitz. Was für eine Macht. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen, über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach, kannst du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Dreh dich um. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter, die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Geralt, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Ja, der Met ist lecker. Aber ich floh vor einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. Das sind vortreffliche Ohren. Vielleicht probiere ich sie auch mal, wenn sie unter meine Kappe passen. Deine Kappe, Meister. Verloren auf feiger Flucht vor einem Winzling. Oh, meine Lieblingskappe. Die hat mir immer Glück gebracht. Ich trage sie bei jeder Vorstellung. Die Vorstellung kannst du in deinem Zustand vergessen. Was soll das für ein Zustand sein? Sieh dich doch an, Mann. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann. Geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Oh, du führst mich nicht hinters Licht. Ich kenne Typen wie dich. Also, das ist der Plan. Wir folgen diesem Weg, bis wir bei der Hochzeit ankommen. Bis dahin solltest du ausgenüchtert sein. Aber... Ruhe. Weißt du, wer ich bin? Wenn ein Adliger spricht, hörst du zu. Du weichst mir nicht von der Seite. Wir kehren zur Hochzeit zurück und dort gibst du eine Vorstellung, bei der die Gäste sich vor Freude einnässen. Kapiert? Ja. Gut, auf geht's. Ruhe bewahren und bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Götter,
Ein Bär. Ein Bär? Das? So wenig wie dein Schniedel eine Zeltstadt. Versteck! Rette mich! Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit bitte. Wer ist Zeuge des spektakulären Auftritts eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist? Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Erster Hexerauftrag. Erledigt. Feuerspucker gefunden. Sein Arsch gerettet. Könnte ich weiterleben, wäre ich ein Hexer. Todsicher. Es sah nach Regen aus. Mein Bruder ist Ingenieur. Es gibt keine Hoffnung. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh, Schatz. Ich komme allein zurecht. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Geralt, das muss nicht sein. Also schön. Ohne Nachfrage kein Angebot. Aber es wäre eine großartige Rede gewesen. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Du bist Brautjungfer, Schar. Tu deine Pflicht. Ihr Leut, nun naht die Mitternacht. Und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die frisch vermählten. Euer Beischlaf soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich eure teuren Weine. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie schmitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden darauf, dass wir ein Paar sind und dass wir ein Paar. Dem heiligen Brauch nach ist die Fängerin der Blumen die nächste Braut. Ach.
Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgierts Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Mach ich. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut. Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Es ist nach Mitternacht. Du kannst die hübschen Ohren abnehmen. Natürlich nur, wenn du willst. So schön sie sind. Ich steck sie weg. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tübchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Deine Zeit ist gekommen. Ha! Wen scheren solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Schau, Liebling. Ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everreck, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde! Oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Oh, Götter, was ist hier passiert? Was hast du ihm angetan? Ihn dahin geschickt, woher er gekommen ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat seine Aufgabe erledigt, also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Everreck wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Ich würde gerne noch bleiben, aber... Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg.
Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch. Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden, als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Ein guter Tropfen wird ihre Stimme heben. Ein ordentlicher Schluck hat noch nie geschadet. Aber wird sie das aufmuntern? Hoffentlich muntert das Shani auf. Grimmig. In deinen Augen sehe ich Anstand. Noch hier? Ich dachte, du musst zu Olgierd. Wir sehen uns so selten. Ich finde, Olgierd kann bis morgen warten. Ich hab dir Med mitgebracht. Die beste Seelenmedizin. Danke. Die Hochzeit ist noch in vollem Gange, aber du siehst aus, als wär's eine Beerdigung. Warum so traurig? Traurig ist das falsche Wort. Als ich die Girlande fing, ist mir was aufgefallen. Die Jahre fliegen vorbei und ich pumpe immer nur Mägen aus und nähe Gliedmaßen wieder an. Allein. Du hast Freunde? Mich zum Beispiel? Dann trinken wir auf die Freundschaft. Auf die Freundschaft. Der Alkohol setzt den Musikanten zu. Wir treffen keinen Ton mehr. Gehen wir spazieren. Gute Idee. Hat dir die Hochzeit gefallen? Sie war nicht übel. Ich hätte mich sogar amüsieren können, wenn ich nicht dem Geist eines Irren als Puppe hätte dienen müssen. Aber ich muss zugeben, dass ich dank ihm manches erlebt habe, was mir sonst entgangen wäre. Was denn? Hundejagden im Wald? Prügeleien mit Zaunlappen? Du vergisst, dass da auch ein Kuss war. Das war so eindeutig, Wladimir. Ich hätte fast vergessen, dass du dabei warst. Es war sein Wille, sicher, aber mein Körper hat mich an die alten Zeiten erinnert. Wysima, meinst du? Ich dachte, du hättest unsere ganze Katriona-Geschichte vergessen. Die Seuche ist lange her, ja. Aber die romantischen Seiten dieses Abenteuers werde ich nicht vergessen. Keine Sorgen wegen der Finanzen. Meine Werkstatt läuft hervorragend. Ah, da bin ich froh. Wir sind ziemlich knapp bei Kasse. Sag dem alten Besen aber nicht, dass ich dir das gesagt habe. Keine Bange, Herr. Ich schweige wie ein Grab. Wir Männer müssen zusammenhalten. Genug mit dem Herr. Ich bin Wassi. Du kannst auch Papa zu mir sagen. Danke, Papa. Es ist mir eine Ehre. Trinken wir darauf. Die Familien wachsen zusammen. Schwiegerväter und Schwiegersöhne. Nach dem ersten Schnaps verbrüdern sie sich oder polieren sich die Visagen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Hochzeit gar nicht stattfindet. Wegen der Statusunterschiede? Jonas' Familie hat Aldona als unwürdig betrachtet. Aber offensichtlich lieben sie einander. Da geben Eltern normalerweise nach.
Ich weiß nicht. Meine Mutter würde sich nie mit einem Ungeeigneten abfinden, ob ich nun schwöre, ihn zu lieben oder nicht. Was ist denn ein Ungeeigneter? Bislang jeder. Hast du hier immer nur Musikanten, Artisten und Hexer angeschleppt? Nein. Ich soll jemanden wählen, der wohlhabend oder gut im Geschäft ist, gut erzogen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, oder? Ach, vielleicht nicht. Aber solche Leute sind selten amüsant. Das könnte stimmen. Sag das meiner Mutter. Sie findet, ich hätte mir auf der Akademie einen Mann suchen sollen. Hab ich aber nicht. Oh, bestimmt denkt sie, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Oh, bitte, Shani. Wir leben im 13. Jahrhundert. Frauen gehen nicht zur Akademie, um Männer zu finden, sondern um zu lernen und ihren Interessen zu folgen. Wie du. Das sieht deine Mutter bestimmt ein. Du hast einen Doktorgrad, deine eigene Praxis und umfangreiche Fronterfahrung. Du bist eine feine Person. Mit dir stimmt alles. Meinst du wirklich? Wirklich. Schau, die tapferen Brüder. Stramm wie die Latten, die sie vom Zaun gerissen haben. Wo mag die Schwester sein? In ihrem Zustand könnten die hier sie vor keinem Kleinkind beschützen. Wenn sie nicht eingeschritten wären, hättest du sie ins Heu geworfen. Sie war willig, wenn du mich fragst. Ich war nicht in der Stimmung. Ich hätte widerstanden. Ich glaube, du hättest die Chance genutzt. Ich brauche solche Chancen nicht. Hast du deine Gewohnheiten geändert? Vielleicht bin ich wählerisch geworden. Klingt, als hättest du dich schon entschieden. Das stimmt. Rat mal, für wen. Oh, wie schön. Ich muss an den Kuss denken. Welchen Kuss? Den Wladimir dir auf den Mund gedrückt hat. Mit meinem Mund. Ob es sich ohne seine Gegenwart anders angefühlt hätte? Kann ich dir nicht sagen. Lässt sich aber rausfinden. Was sagst du? Ich küsse dich viel lieber alleine und aus eigenem Willen. Korrigier mich, wenn ich irre, aber Wladimir wollte doch mehr als einen Kuss. Das hat er offen zugegeben. Das stimmt, er war sehr direkt. Was bisweilen seine Vorteile hat. Stimmt, es kann einem viel Zeit sparen. Also, wie sieht's aus, Geralt? Hast du etwas Zeit mit mir zu verschwenden? Oder willst du jetzt lieber zurückgehen? Zurückgehen nicht. Zeit verschwenden auch nicht. Ich will jede Minute weise nutzen. Und ich will direkt sein. Direkter als Wladimir. Klingt interessant. Es wird noch interessanter. Mist. Schon besetzt. Ich glaube, die wird gleich frei. Woher wusstest du? Bin Hellseher. Fast noch voll. Wäre wirklich eine Verschwendung. Ließen wir sie hier zurück, könnte sie ein Betrunkener finden und sich noch schlimmer betrinken. Und ich habe doch geschworen, keinen Schaden anzurichten. Du bist Ärztin. Dein Rat? Hey, lass mir was übrig.
beeilen wir uns, ehe sie uns finden. Verstecken wir uns. Oder mich zum Mond. Da müssten wir fliegen. Ganz falsch. Schau, da ist er doch. Mitten im See. Was machst du da? Was man eben auf dem Mond macht. Leid. War es so schlimm? Oder bist du allergisch auf mich? Oh, ich hab zu viel getrunken. Schon wach? Eine Weile. Wusstest du, dass du dir seit unserem letzten Treffen 27 neue Narben zugelegt hast? Du zählst mit? Mhm, manchmal schon. Haben wir den Mond erreicht? Hast du das vergessen? Nein, das vergisst man nicht so leicht. Das stimmt. Klingt, als würdest du es gern. Nein, das vergesse ich bestimmt nicht. Und ich will es auch nicht. Aber ich muss nachdenken. Allein. Shani, warte. Ehe du gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ja? Es ist wegen Olgierd, ein mysteriöser Mann. Ich glaube, seine Geschichte ist komplizierter, als ich dachte. Könntest du ihn dir vorknöpfen? Vielleicht findest du etwas heraus. Klar, mache ich gern. Danke. Bis dann. Ja, bis dann, Geralt. Mhm.